Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich weiß, Sie erwarten jetzt die Musik von 2001 von Richard Strauss. Die kommt heute leider nicht. Müssen wir uns denken. Aber dennoch ganz herzlich willkommen hier im Mystery Park zur Konferenz 2018 der AAS. Interlaken und Beatenberg, die Heimat Erich von Denikens und Stammsitz der AAS, ist das Gravitationszentrum der Paleo City. Und heute erst recht, wo Sie alle hier sind. Wir sind hierher gekommen, um neue Forschungen zu hören, um über die Vergangenheit und über die Zukunft zu sprechen. 49 Jahre liegt es zurück, dass Erich von Däniken seinen zweiten Bestseller Zurück zu den Sternen schrieb und fragte, zurück, kamen wir denn von den Sternen? Die Suche nach der Unsterblichkeit, die Sehnsucht nach den Sternen, all dies gärt tief im menschlichen Bewusstsein. Ist dieses dem Menschwesen tief eingepflanzte Drängen selbstverständlich? Handelt es sich tatsächlich nur um menschliche Wünsche? Oder steckt hinter diesem Streben nach Erfüllung, diesem Heimweh nach den Sternen etwas ganz anderes? Ich bin überzeugt, dass unsere Sehnsucht nach den Sternen durch ein von den Göttern hinterlassenes Erbe wachgehalten wird. Beweise für meine Behauptung werden wir freilich kaum auf unserer Erde finden, wenn wir uns damit begnügen, mit den bisherigen Methoden der Vergangenheitsforschung zu suchen. Als Erich von Däniken dies schrieb, war erst ein Jahr seit seinem bahnbrechenden Werk Erinnerungen an die Zukunft vergangen, in dem er notierte, mit unserer Vergangenheit, jener, die Tausende und Millionen Jahre zurückliegt, stimmt etwas nicht. In ihr wimmelt es von unbekannten Göttern, die in bemannten Raumschiffen der guten, steinalten Erde Besuche abstatteten. 50 Jahre Erinnerungen an die Zukunft. Dieses Scheinparadoxon der erinnerten Zukunft. Sie zu erforschen, das ist sein Ziel bis heute geblieben. Das zeichnet all seine Bücher, Filme, TV-Serien, seine Vorträge aus. Den ungelösten Rätseln der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Im Durchschnitt übrigens in diesen 50 Jahren alle 14 Monate ein Buch. Eine gewaltige schriftstellerische Leistung. Ein gewaltiger persönlicher Einsatz. In sagenhaften Zeiten, dem Journal der AAS, haben wir ein Jahr lang die Erinnerungen von Lesern an Erinnerungen an die Zukunft veröffentlicht. Was mich an diesen Erinnerungen fasziniert, ist, wie stark dieses Buch Menschen in aller Welt zum kritischen Denken angeregt hat, zum Selberforschen, zum Reisen. 41 Bücher später möchte ich zwei Fragen an Sie stellen. Erste Frage. Wer von Ihnen hat alle 42 Bücher von Erich von Däniken gelesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, da hinten noch 10, allerhand. Zweite Frage. Wer könnte alle 42 Titel aus dem Stegreif jetzt nennen? Einer schafft es, Ramon. Wir beide werden im Laufe des Tages dann nochmal darauf zurückkommen, ja? Aber eigentlich kein Wunder bei einer so großen Anzahl von Büchern, dass man da nicht alle Titel gleich aus dem Gedächtnis sagen könnte. Wenn man sich seine Bücher anschaut, besser noch, sie alle einmal hintereinander wegliest, dann wird man dreierlei feststellen. Erstens,
Erich von Däniken hat schon in seinen allerersten Werken Aspekte zukunftsweisend thematisiert, die erst in den darauf folgenden Jahren oder Jahrzehnten im öffentlichen Bewusstsein eine Rolle spielen sollten. Die Frage nach interstellarer Raumfahrt, nach künstlichem Leben, nach Genmanipulation, nach Gedächtnismolekülen, nach biotronischen Kernspeichern und nach Terraforming und nach vielen anderen Punkten. Zweitens, zentrale Eckpunkte seiner Forschungen wurden von ihm in den ersten Bänden seines Gesamtwerkes gelegt. Das Rätsel von Nazca, die Grabplatte von Palenque, die unglaublichen Werke der Ägypter oder Sumerer. Drittens, mit jedem neuen Buch erweiterte oder vertiefte er die Überlegungen über die zu untersuchenden Artefakte und Überlieferungen. Und die Zeit gab ihm recht. Ob es um Planeten bei anderen Sonnen ging, Möglichkeiten der Raumfahrt, die Genmanipulation, flugfähige Rekonstruktion prähistorischer Goldobjekte, verborgene Gänge in der Pyramide und vieles andere mehr. Die Zeit gab Erich von Däniken recht. Er griff aber auch Kulte und Zeremonien uralter Herkunft auf. Denn sie, so eine These der Paläoceti, transportierten über die Zeiten hinweg eine Botschaft der Besucher aus dem All. Auf diesen Aspekt möchte ich heute näher eingehen und Ihnen eine heilige Zeremonie vorstellen, die bislang aus Sicht der Paläoceti noch nicht bearbeitet wurde. Seit Claude Lévi-Strauss werden religiöse Riten und Zeremonien früher Völker als magisch angesehen. Das Denken solcher archaischer Kulturen bezeichnet der Ethnologe als wildes Denken, das von Vorstellungen magischer Zusammenhänge geprägt sei. Das Ziel der Magie sei, transzendente Kräfte des Universums zu nutzen. Und so wurde künftig alles vor dem Hintergrund dieser Annahme interpretiert. Höhlenmalereien und neolithische Artefakte, ebenso wie Überlieferungen aus Sumer oder Mesopotamien, aus dem alten Ägypten oder Indien. Wäre dem so, wäre dieses Terrain für die Paläoceti kaum relevant. Ist es jedoch so, wie Lévi-Strauss sagt? Panjal im indischen Kerala, 1975. Ein abgelegenes Dorf. Keine 6000 Einwohner leben hier. Alte Tempel vor einer grünen Landschaft. Unbedeutend. Unbekannt. Doch in diesem Jahr 1975 sollte Panjal berühmt werden. Denn die Menschen vertrauten dem Indologen Fritz Stahl ihre geheimste Zeremonie an. Das Atiratram. Der in den Niederlanden geborene Sanskritforscher dokumentierte akribisch genau das vedische Agni Kayana, ein Feueropfer an den Gott Agni. Nachzulesen in einem zweibändigen Werk und zu sehen in einem Dokumentarfilm. Die Teilnahme von 17 Priestern erfordert diese heilige Zeremonie und beinhaltet einen meditativen Sprechgesang aus drei Veden, also den alten heiligen Texten. Der älteste Teil der Vedenschriften wird von der Indogermanistik auf das 2. Jahrtausend vor Christi datiert. Nur die Besten eines geheimen Zirkels durften sie vortragen. Die Besten, das sind die einzigen, die tadellos über 12 Tage hinweg die Texte rezitieren können. Die letzten 4 Tage und Nächte ohne Unterbrechung. Eine Mammutleistung für das Gehirn. Oberflächlich betrachtet werden beim Agni Kayana Feuerkräfte beschworen, um die Erde zu bewahren. Aber hinter dieser Oberfläche liegt ein gewaltiger Mythos. Ein vogelartiger Altar wird für dieses archaische Ritual gebaut. Jedes Detail muss genauestens mit den Überlieferungen übereinstimmen. Agni heißt übersetzt Feuer. Und Agni ist der Gott des Feuers.
Er gilt wie Hermes als der Mittler zwischen Menschen und Göttern und ist einer der wichtigsten Gottheiten der vedischen Religion, allwissend und alterslos. Dargestellt wird Agni oft als alter, zwei- oder dreiköpfiger Mann mit drei Beinen, sieben Armen, sechs Augen und vier Hörnern, die seine unterschiedlichen Geburten und Erscheinungsformen symbolisieren. Aus seinem Mund speit Feuer. Agni scheint im Laufe der Jahrtausende eine seltsame Metamorphose durchlaufen zu haben und schwebt zwischen schwer verständlichen metaphysischen Aspekten und gegenständlichem Wesen. Das Volk, das die Veden mündlich weitergab, entwickelte über die Jahrtausende eine Anbetung Agnis, personifiziert als das Opferfeuer, der die Opfergaben zu den Göttern brachte. Wie aber bei vielen Göttern zeigt sich auch bei ihm ein harter Kern. Im Vishnu Purana soll Agni aus dem kosmischen Menschen hervorgegangen sein. Als er erschien, sei die Sonne sichtbar geworden. Agni sei existent in drei Ebenen: im Himmel, im mittleren Raum und auf der Erde. Seine Herkunft: die Plejaden. Was meinten die Eingeweihten, wenn sie Agni als Abkömmling des kosmischen Menschen bezeichneten? Ist dies nur metaphysisch zu verstehen? Oder ist dies ein Hinweis auf eine außerirdische Herkunft des Wesens? In vielen Überlieferungen der Welt taucht ein Besucher aus dem Kosmos auf. Seine Ankunft wird mit dem Erscheinen der Sonne verglichen. Bei den Inka zum Beispiel, Re in Ägypten. Sahen die Vorfahren der Vedenschreiber ein Raumschiff, das Agni aus einer konkreten Region des Weltalls, den Plejaden, durch die Schichten der Atmosphäre zur Erde transportierte? Die Menschen nahmen ihn das erste Mal wie einen Blitz wahr. Er stieg hinauf zum Himmel und hinab zur Erde mit seinem feurigen Wagen. Sieben Lichtstrahlen oder Flammen gehen von ihm aus, die schrecklich sind, gefärbt wie dicker Rauch und sehr rot, aber schnell. Seine sieben feurigen Zungen benötigen eine spezielle Opferbutter. Funkensprühend beherrscht er ein mystisches Feuer, wörtlich übersetzt, die Energie, den Brennstoff der Sonne, mit dessen Hilfe er Götter und Menschen zwischen Himmel und Erde transportierte. Das Rigveda verbindet ihn mit der Umwandlung, dem energetisierenden Prinzip der protokosmischen Energie. Wegen dieser protokosmischen Energie existiere das Universum. Diese Kraft von unendlicher Stärke und Größe schließe den Raum und alle Dinge ein, einschließlich der Zeit. Im Linga Purana wird von einer Feuersäule gesprochen, die Agni repräsentiert, die, Zitat, ohne brennenden Brennstoff endlos und unendlich zu brennen scheint. Ist auch dies alles nur mystisch, metaphysisch zu verstehen? Der endlos brennende Brennstoff, die protokosmische Energie, die aus dem Universum besteht, ist nicht genauso gut die Annahme berechtigt. Hier wird von einem Kernfusionsreaktor oder einem Stellarator gesprochen, einer technischen Anlage, in der Deuterium und Tritium als thermonukleare Reaktion bei extrem hohen Temperaturen abläuft. Der Name des japanischen Stellarators soll an die Energiequelle der Sterne, Stellar, erinnern. Genau dies sagen die Veden. Agni nutze den Brennstoff der Sonne. Diese Kraft schließe den Raum und alle Dinge, einschließlich die Zeit, ein. Welch eine moderne kosmologische Sichtweise wird hier sichtbar. Wie hätte denn ein gebannt aufblickender Beobachter die Landung oder den Start eines Raumschattels beschrieben? Er nimmt einen Blitz am Himmel wahr, dann ein feuriges, rasend schnell fliegendes Vehikel. Er sieht, dass von diesem Objekt rot aufstrahlend
Sieben lodernde Funken, sprühende Flammenbündel ausgehen, verbunden mit einer schrecklich aussehenden dichten Rauchwolke. Und er sieht wenig später, wie ein spezieller Treibstoff den sieben Triebwerken zugeführt wird. Schließlich entsteigen dem Objekt, das aus dem Sternenhimmel aus Richtung Plejaden kam, eigenartige Wesen, die er als Götter, als kosmische Menschen interpretiert. Jetzt kommen wir zurück auf die Zeremonie des Agni Kayana, die in dem unscheinbaren Dorf Panjal begangen wird. Der Zeitpunkt des Rituals muss exakt bestimmt werden. In verschiedenen Sequenzen wird präzise der rituelle Raum bereitet. Der wichtigste sakrale Gegenstand wird der Feueraltar, der die Form eines riesigen, vogelartigen Gebildes erhält. Hierzu sind 10.800 Brennofenziegel erforderlich. Sie werden in eine spezielle Anordnung in fünf aufeinanderfolgende Schichten gelegt. Jeder einzelne Ziegel erhält eine besondere Beschriftung und wird in speziellen Handlungen nach einem minutiös ausgearbeiteten, jahrtausendealten Plan in den Altar eingebaut. Die Bausteine werden in zwei verschiedenen Arten eingeteilt, gewöhnliche und spezielle. Bei den speziellen ist jeder Stein individuell geformt und auf einzigartige Weise beschriftet und markiert. Ihre Gesamtzahl beträgt 396. Auch die anderen Steine sind ihrer Anzahl nach und ihrem Design auf drei Bereiche innerhalb des heiligen Raumes aufgeteilt. Sequenzen und Nummern sind in Dreiergruppen zusammengefasst, die eine kosmische Relevanz symbolisieren. Nach den fünf Schichten wird ein Mörtel aufgetragen, es folgt eine sechste und siebte Ebene. Drei Altäre werden insgesamt errichtet, die die Erde, die Atmosphäre und den Himmel symbolisieren und gleichzeitig den kosmischen Menschen. Schließlich werden die Feuer auf den Altären entfacht. Ein besonderer Teil des Rituals zeigt sich darin, dass eine hohe Feuersäule entsteht. Warum dieser Aufwand? Agni selbst habe die Anweisung gegeben, welche Ziegelsteine benötigt werden, um einen Altar zu bauen. Die Ziegel wiederum würden den Agni ausmachen. Es kommt einem vor, als hätte hier einst ein technischer Bauplan für Einzelteile eines fliegenden Objektes vorgelegen, so wie die Einzelteile eines Flugzeuges genau geformt, nummeriert und angeordnet sind. Und dieses Ritual darf nur an exakt festgelegten geografischen Punkten durchgeführt werden, um die Sonnenenergie aufzunehmen. Der Religionswissenschaftler Hilary Rodriguez erklärt, man sieht in diesem alten Ritus frühe Anwendungen der astronomischen Wissenschaften sowie der Mathematik, Berechnungen struktureller Geometrien und der physikalischen Wissenschaften. Die Dimensionen des Altars werden teils auf dem Kosmos basierend betrachtet, denn jedes Einzelteil besitzt seine eigene Zahl und diese Zahl hat eine eigene Zeit und bezeichnet einen eigenen Ort, die in einen astronomischen Code passen. Das hochkomplexe Agni Kayana gilt als das größte und als die älteste religiöse Zeremonie weltweit. Doch fast wäre die Überlieferung ausgelöscht worden, als Hinduismus und Buddhismus Indien eroberten und die frühe Religion bekämpfte. Aber einige wenige Angehörige der Nampotiri-Familie behielten das Wissen über die 12 Tage lang lücken- und fehlerlos zu zitierenden Verse. Sie behielten die genaue Anweisung für den Bau der Altäre, die sie einst direkt von Gott Agni erhalten hatten. Im Geheimen wurde das Ritual mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Nur unter strengen Kriterien ausgesuchte Männer durften den Kult zelebrieren. Fernab der Welt, in einem verschlafenen Weiler im westlichen Indien, stieß Professor Stahl schließlich auf das fast vergessene Ritual, das heimlich noch am Leben gehalten wurde. Und auf einmal schien sich die Uhr um 5000 Jahre zurückzudrehen. Wie breit ist die Linie zwischen Mythos
und Wirklichkeit in dieser Zeremonie? Beinhaltet der Kult einen kosmischen Code? Hineingelegt in den Mythos von Agni, einem extraterrestrischen Besucher in prähistorischen Zeiten, der als Akte Direktiven zur Erstellung eines heiligen Gegenstandes gab, der Wort für Wort, deren Weitergabe, der Wort für Wort für die Weitergabe sorgte und dessen Auftrag Menschen in einer abgeschiedenen Weltecke über 40 Jahrhunderte ausführten, lässt sich ein Code entschlüsseln? Wer immer auch diese Zeremonie für den Himmel schuf, ihm scheint eine moderne Erkenntnis der Gedächtnisforschung bekannt gewesen zu sein. Poetische Form, rituelle Inszenierung und kollektive Teilhabe ist eine memotechnische, höchst effektive Art, Wissen in eine haltbare Form zu bringen. Im Falle der Agni-Kayana-Zeremonie ist dies augenscheinlich hervorragend geglückt. Kann es uns gelingen, einen eventuell rational verschlüsselten Code in dieser Zeremonie zu enttarnen? Werfen wir noch einen Blick auf zwei andere Zeremonien für den Himmel. Erinnern Sie sich noch? Am 26. Oktober 2017 erlebte die Welt eine der größten Trauerzeremonien der Geschichte. Thailands König Rama IX. Wurde in einer gigantischen Zeremonie eingeäschert. Ein Jahr lang hatten die Vorbereitungen nach seinem Tod gedauert, bis in einer prunkvollen Prozession seine Urne aus dem großen Palast zum Scheiterhaufen gebracht wurde. 100.000 Menschen knieten am Rande des Prozessionsweges zum eigens aufgebauten und vergoldeten Krematorium. Es symbolisierte 58 Meter hoch das Abbild des mystischen Berges Meru, der fern im Universum existiere. Künstler hatten für das Gelände 100 Figuren geschaffen, teils mit mythischen Wesen wie dem sagenhaften Himmelsvogel Garuda, der zum Mond fliegen konnte, die Götter beförderte oder Bomben abwerfen konnte. Götter, die auch als blitzstrahlende Männer bezeichnet wurden, die im weiten Luftraum oder im weiten Raum des großen Himmels herangewachsen sind. Erich von Däniken und Sanskritgelehrte wie Professor Kanjilal haben auf die exakten technischen Beschreibungen von Flugzeugen und Raumschiffen, auf Flugnavigation, Antriebstechnik, Radarsysteme und vieles mehr in alten indischen Texten hingewiesen. Am 28. September diesen Jahres wurde publik, dass sich der Indische Rat für technische Bildung endlich dafür ausgesprochen hat, an mindestens 3000 Ingenieurhochschulen ein neues Wahlfach einzuführen, altindische Tradition des Wissens. Für dieses Seminar wird ein Buch empfohlen, in dem dargelegt wird, dass im Rigveda die Lichtgeschwindigkeit, Bewegungsgesetze und die Gravitationstheorie erstmals erwähnt wurden und Erfindungen wie Batterien, Luftfahrt und Navigation schon vor über 5000 Jahren existierten. Dr. Shashi Bala, Zitat: Es sollte mehr als eine Sichtweise in der Welt der Akademiker geben und dieses Buch wird nur jenen Standpunkt hinzufügen, der bislang abgelehnt und ignoriert wurde. Viele der indischen Tempel sind nach dem Vorbild der Fluggeräte der Sternengötter gebaut, nach ihren Vimanas und Ratas. Auch der riesige Totentempel des thailändischen Königs war diesen Vorbildern nachempfohlen. Und da der König im Glauben der Thailänder der inkarnierte Gott Vishnu ist und zurück zu den Göttern in himmlische Gefilde aufbrach, musste dieses gigantische Kunstwerk genau das machen, was auch seine Vorbilder taten, in einer lodernden Feuersäule und mit gewaltigen Rauchschwaden der Erde entrückt werden. Genau wie der mythische Vogel Altar Agnes. Eine weitere Zeremonie, die für die Paläocity sehr interessant ist, wird erst noch stattfinden. Merken Sie sich schon mal das Datum 1. Mai 2019. Live können Sie dann die Thronbesteigung des japanischen Kronprinzen Naruhito verfolgen. Sein Vater, der Tenno von Japan, wird einen Tag zuvor abdanken. Tenno bedeutet wörtlich übersetzt göttliches Wesen. In Gräbern 2000 Jahre alt
fanden Archäologen bereits die drei späteren Throninsignien, die schon zu Beginn der japanischen Mythologie auftauchen. Sie werden am 1. Mai dem neuen Kaiser überreicht und wurzeln tief in der althergebrachten Shinto-Religion, wörtlich übersetzt der Weg der Götter. Die drei Gegenstände gehen auf Besucher aus dem Himmel zurück, insbesondere auf den Urenkel der Göttin Amaterasu. Dieser gründete 660 v. Chr. Das Reich Yamato und wurde zum ersten der bis heute 125 Tenno, die ihre Stammeslinie geradewegs auf die Göttin zurückführen. Während des Intronisationsritus dieser Zeremonie trägt der Kaiser das Gewand Hagoromo, dessen Urbild der Gott bei seinem Himmelsabstieg trug. Dann wird er zwei Räume betreten. Ein Raum ist mit weißen Lampen, der andere mit schwarzen ausgestattet. Sie sollen den Übergang vom Himmel in die kosmische Sphäre der Erde symbolisieren. Die Gegenstände der Götter werden als heiligste Reliquien der Japaner bis heute aufbewahrt. Ein rätselhafter Spiegel wurde vor 2000 Jahren zu seinem jetzigen Aufbewahrungsort in der Stadt Ise transportiert, genau zu der Stelle, an der die Göttin Amaterasu den Menschen erschien. Aber nur der neu intronisierte Tenno darf sich direkt zu dem geheimnisvollen Kristallobjekt begeben. Wird Naruhito endlich Wissenschaftlern den heiligen Spiegel untersuchen lassen? Doch vermutlich werden wir genauso lange auf eine solche Analyse warten müssen wie auf die Untersuchung der angeblich sich in Äthiopien befindenden Bundeslade, des schwarzen Steins der Kaaba in Mekka, eines mysteriösen Bündels bei den Kishe-Maya oder der heiligen Tafeln der Hopi, die aller Wahrscheinlichkeit nach gut gesichert in einem gewaltigen unterirdischen Tresorraum in Salt Lake City im Hauptquartier der Mormonen liegen. Es ist ja nicht so, dass es keine verdächtigen Objekte gäbe, die vielleicht die Paläoceti-Hypothese bestätigen könnten. Es ist nur so, dass sie tunlichst unter Verschluss gehalten werden. Aber wie sagt Erich von Däniken immer, die Zeit arbeitet für uns. Liebe Freunde der AAS, 50 Jahre nachdem Erinnerungen an die Zukunft veröffentlicht wurde, werden neun Referenten interessante Forschungen vorstellen. Wir werden von theoretischen Überlegungen und wissenschaftlichen Prüfungen hören, vom Einsatz modernster Technologien und von archäoastronomischen Signalanlagen, von Orakelstätten in Griechenland und Ägypten, von Vergleichen zwischen heutigen UFO-Sichtungen und überlieferten Götterkriegen, ebenso wie von Pyramiden in Ecuador und rätselhaften Leichen in Peru. In diesem Jahr wird zum ersten Mal Andreas Kirchner das Meeting moderieren. Viele Jahre hat Peter Kaschel diese Moderation übernommen. Er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht am Meeting teilnehmen. Ihm sei gedankt für seine langjährige Tätigkeit und ich hoffe, er kann nächstes Jahr wieder zu einem Meeting kommen. Herzliche Grüße auch an Peter Kaschel von hier aus und ich glaube, einen Applaus an ihn, wenn er es auch nicht direkt hört, aber indirekt. Andreas, dir vielen Dank und ich wünsche dir viel Freude bei deiner neuen Aufgabe als Moderator. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen Tag mit vielen neuen Anregungen, spannenden Vorträgen, guten Diskussionen und gehaltvollen Gesprächen über Erinnerungen an die Zukunft. Dankeschön. Vielleicht Reinhard, ne?